Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Season 5, Folge 225. Wieder eine 25 geschafft. Das ist, glaube ich, die längste Staffel, die wir hatten. So. Die enge Brücke. Ist zwar jetzt nicht so unregelmäßig, aber ich wollte es nicht so kompliziert gestalten. Ich gucke jetzt am besten mal die schnelle Variante nach unten, wie die ausschaut. Er hat mir ein halbes Lebensanzeige abgezogen. Ja, toll. Kommt mir irgendwo raus. Das Bleistift hier. Das Lied heißt Haunted Well. Verwunschter Brunnen, das ist von dem lieben Opa Spielt. Alias Moselbert, könnt ihr das auf dem Kanal anschauen. Und da ist auch ein Link, glaube ich, in der Beschreibung zu dem Kanal von Opa Spielt bzw. von Moselbert. Hey, ich komme jetzt schon hoch. Nein. So, wie kommt man hier raus? Das war die schlechteste Idee, hier lang zu gehen. Außer wird es eh Nacht. Wo schaut man das jetzt am besten? So, zoomen. Ja, es geht. Es geht, würde ich sagen. So, dort haben wir ein Bett dort hinten. Wir haben hier Sand, Tropenholz, Warum bin ich denn gerade so müde? Um die Zeit gehe ich eigentlich ins Bett. Gehe ich eigentlich nicht ins Bett. Ich habe gerade Frühschicht, das könnte vielleicht am ersten Tag der Frühschicht liegen. Ich fange um 5 an zu arbeiten frühs und stehe dann 3:15 auf. Weil ich noch eine ungefähr so eine Viertelstunde laufe und ich mich noch in Ruhe umziehen möchte. Und außerdem tue ich auch noch am, bevor ich gehe, frühs meine Brötchen schmieren und Vitamine einpacken in die Brotbox. Würde mich jetzt mal interessieren, für die, die noch in die Schule gehen, sind bestimmt ein paar von euch oder früher in die Schule gegangen sein. Schmiert ihr eure Brötchen selber oder lasst ihr sie verzieren? Eure Brotboxen. Oh, bei mir ist gerade fettes Gewitter am Laufen. Im Real Life. Vielleicht hört man das ja. Ich könnte mal das Fenster öffnen. Gerade die ausgeglichen. Drin sind 28,8 Grad bei mir im Zimmer und draußen sind 28,8 Grad. So, ich mache jetzt mal so Mikrofon auf dem Fenstersims.
Und da mache ich auch mal die Musik aus. Gewitterlauschen. Oh. Mal sehen, ob hier richtig was zu hören ist. Ich sehe das ja bei OBS in der Aufnahme, wenn das richtig knallt. So, mit der 1.9 sind auch die ganzen Blumen, die ja nur geköpft waren, auch wieder auferstanden. Und damit meine ich nicht nur die Rosen, sondern auch diese hier. Das hohe Gras habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Das Osterei ist noch hier. Cool, oder? So. Und warum laufe ich jetzt hier lang? Ich möchte einen kleinen Aufruf machen. Ihr könnt jetzt nacheinander in jeder Folge, wo ich hier mal so rumstreune, oh, jetzt hat's geblitzt, mal sagen, ob ich, nicht ob ich, wie ich ein Häuschen einrichten soll mit Grundausstatten. Ich habe letztens einen UFO-Stream gehört. Hat man nicht gehört. Hat man nicht gehört. Ich tue mal ganz kurz das Mikrofon etwas lauter drehen. So. Jetzt müsste das Mikrofon nicht lauter sein. Was? Das Mikrofon. Nicht das Mikrofon. Was hatte das mit dem Mikrofon zu tun? Doch, das kommt ja übers Mikrofon. Strahlkopf. Sind wir übers Mikro auf, nicht über den Lautsprecher. So, jetzt bin ich wahrscheinlich sehr laut. Und da rede ich einfach ein bisschen leiser. Also ich habe beim UFO-Stream gehört, dass da mal eine Umfrage gemacht wurde über Stropole. Und über diese Stropole-Umfrage wurde eben zum Beispiel gefragt, helle Diele oder dunkle Diele, jetzt diese Kommode oder das. Und das war ein Sims 4 Stream von Uwe Mann. Also Uwe Mann schauen auf twitch.tv/UfoMannLP, glaube ich mal. Und was nehmen wir da jetzt als erstes? Gucken wir hier unseren Tafelberg-Souvenirs. Da braucht man eine ordentliche Einrichtung. Der ist so eingerichtet hier. Der Boden, der soll bleiben. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Also die Wände bleiben auf jeden Fall so. Hier die Säule kann man ja noch individuell hier gestalten. Die kann man auch wegnehmen. Na, also die könnte ich jetzt auch wegnehmen. Aber das sollt ihr mal. Also ich tue jetzt hier mal ein bisschen so das zeigen, wie dieser Raum ausschaut. Oben ist dann, wie gesagt, der Shop. Da kann man vielleicht auch noch einen Teppich hier reinsetzen. Also hatte ich so vor. Und ein paar Sitzgelegenheiten. Also wie soll, abgesehen, dass hier ein eisener Kerl drin ist, den ich eigentlich mal herausjagen könnte, über welche Wand würde das funktionieren? Hier. Diese Wand. Also so ist das von außen. Schaut es von außen aus. Und so von hier. Ich werde schon wieder ein bisschen lauter. Ich darf nicht so laut reden. Ich glaube, ihr habt jetzt was gehört. Es donnert. Donner, donner. Prima donner. Es kommt auch ein bisschen Wind hinzu. Ganze Chose. Ja, wir hatten am Sonntag 32 Grad und heute am Montag, ich nehme das heute am Montag auf,
hatten ja auch noch mal so 31 Grad. Es war mancherorts wärmer. Ich glaube, so 5 Kilometer nördlich, die haben sogar 33 Grad gemeldet in der Wetterstation. Habe ich so mitbekommen von den Kollegen, weil da so eine Tafel steht. Und da kann man das für die Öffentlichkeit auch ablesen, wenn man da mit dem Auto vorbeifährt, so Bleistift. Genau. Das ist so eine Tafel, wie ich bei der Wetterstation in Treibenland. So ähnlich ist das aufgebaut. Oh. Da kommt so ein Pfeil hier vorbeigeschossen. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal in dieses Gebäude rein. Ein bisschen was essen. Haben wir so ein bisschen nichts getan in dieser Folge, aber es ist auch egal. Ich stelle mich jetzt mal hier hin, mach diesen da, F1. Und zeige ich das nochmal in den Blickwinkel. Ich kann euch auch nochmal zeigen, wie groß dieser Raum ist. Der ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 9 minus Treppe. Minus Treppe sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. 7 mal 9. 5 mal 9 sind 45. 54, 63 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus 6, 63 minus 6 macht 57 Quadratmeter. Wenn man die Säule wegnimmt, mit der Säule sind 56 Quadratmeter. Also ihr könnt jetzt hier mal eine 56 Quadratmeter Wohnung einrichten, wie es euch zu möge ist. Also 56 oder 57, kommt drauf an, wie ihr die Idee mit der Säule findet. Und so sieht man es vielleicht ein bisschen schlecht. Aber nochmal von hier hinten, eventuell. Oder von hier. Das war's nochmal von draußen. Also man kann hier richtig viel rausholen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Sehr gespannt sogar. Alt Berlin. Nur gut, dass ich mein Fenster auf habe. Totally safe. Totally safe. So. Ich könnte auch mal ein Samt hier draus machen. Wenn der Golem hier mal weggehen würde. Dankeschön. Guck, er kommt genau auf mich zu. Gibt's denn das? Gehen wir hier in die Ecke. Genau. Die Ecke schmollen ein bisschen. So. Ich mache das so. Oder so, genau. Ist der Golem wieder davor? Mach dich mal hier auf die Treppe. Ja, genau. Da kannst du hin. Perfekt. Nein, nicht schon drüber. Mensch, Golem. Ja, guck doch in die Schulter, ob ich schon fertig bin. Genau, geh mal auf die Truhe. Bist ein Guter. So. Screenshot gemacht. Ist mal, ist gleich um 7. Aber wenn meine Uhr piept, dann werde ich die Aufnahme beenden. Wann piept sie denn? Ach, wir haben noch eine halbe Minute Zeit. Nam nam nam. Versuchen wir mal hier irgendwo zu schlafen. Wie wär's denn mit hier? So, haben wir es auch geklärt. Genau, das wäre wie gesagt das Haus. Das steht hier gleich mal dran. Das musste ich auch mal alles nochmal hier. Angebot: 1 Kilo Melonen, 490 Alleen, 3 Kilo Äpfel, 25 Alleen, Kuchen ab 600 Alleen. Steht hier: der Natur ganz nah. Fort Lemitin von 9 bis 17 Uhr. Allee 11. Genau.
Mein Ohr hat gepiept. Ich sage euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt den Tag. Und die Folge kommt jetzt wahrscheinlich am Mittwoch raus. Mittwoch ist der 13.7. Am 13.7. Da ist es wahrscheinlich schon etwas kälter. Es sind nur noch Temperaturen von um die 20 Grad erreicht. Im Osten, also bei uns hier zumindest, da habe ich jetzt noch nicht so auf die Lage geguckt, wie es im Westen ausschaut. Bei uns sind nur Höchstwerte von 21 bis 16 Grad zu erwarten. Osten. Na, ciao. Das ist Jesus vom südostmoralischen Fernsehen. Tschüss.